Schon mal das Wort gehört, ob Wirtschaftsflüchtling. Hä, wer weiß, was das ist für euch? Niemand. Also, dann könnt ihr jetzt mal gut zuhören. Wirtschaftsflüchtling sind solche, die aus einem armen Land kommen, die bei uns meinen, sie können Geld verdienen und nachher ein besseres Leben führen. Das ist ja ganz verständlich. Wer will das nicht? Und heute gehen wir zurück auf Afrika. Da ist nämlich gerade eine grosse Not. Sie haben zu wenig Wasser seit 3 Monaten und geregnet. Und jetzt tun die Männer trommeln zum Wettergott. Wir müssen mal zuhören, wie das tönt. Habt ihr gehört, Kinder? Ganz weit, weit hinten im Urwald rummelt es schon den ganzen Tag. Und das Wetter wird nicht besser. Es gibt einfach keinen Regen. Wer kommt denn da? Hoppla! Richtige Giraffe, du! Hoi, Giraffe! Hä? Was machst denn du? Ich suche Wasser, das Wasserloch ist leer. Ja, das ist schon verrückt. Also, musst halt noch mal ein bisschen weiterlaufen. Ich muss jetzt hier nämlich mit der Lola, Lola heisst sie, ein kleines Negermeidchen reden. Die wartet auf mich. Beim Brunnen. Wir haben einen Brunnen, der fast leer ist. Grüezi Lola! Grüezi Kälberli! Warum bist du so traurig? Wir haben nur noch für einen Tag oder zwei Wasser im Brunnen. Es ist fast leer und wenn es nicht kommt, zu regnen, verdorsten wir alle. Ich gehe jetzt fort in die Welt raus. Du musst es nur noch der Mutter schnell sagen. Sie liegt schon ganz matt in ihrer Hütte hinten. Ja, ganz schnell. Und nachher wollen wir schauen, was wir mit dir machen können. Was ist los? Und das Meer ist ein wenig wild. Du hast dich einfach schön flach ins Boot hinlegen mit dem Geistli. Ja, schau Kasper. Hat nicht der Stumme, dass es mir gut geht. Ciao, Lola. Drei Tage und 3 Nächte ist Lola mit dem Geistli im Boot gesessen und ist eingeschlafen. Es ist Durst hat es gehabt, Lola. Und müde war sie von dem ewigen Schaukeln. Aber am dritten Tag seht sie Land.
zufrieden, sieht sie das Gebäude, ein wunderbarer Tempel. Oder was könnte das, sagt sie. Sie glaubt, das ist der Taj Mahal. Wow, dann bin ich ja in Indien gelandet mit dem Bärchen. Ich habe gemeint, ich komme ja von Europa. Aber das soll mir auch recht sein. Und jetzt gehen wir schauen, was man da alles sieht. Lola geht ein bisschen spazieren und schaut sich ein bisschen um. Und kommt dann auf einen wunderschönen Blumenmarkt, wo sie eine alte Inderin antrifft. Die hat weisse Haare und ganz rot ist sie verbrannt von der Sonne. Grüezi! Wie geht's denn? Ja, ich bin ein Inderin und heiße Röteli und habe mich also verbrannt und habe gerade die Haare und verkaufe da Blumen und sollte unbedingt jemanden haben, der mir hilft, Blumen zu verkaufen. Ich mag das nicht verlieren, den ganzen Tag an der Sonne und an der Hitze. Ich bin eben schon 70 Jahre alt. Ja, ich helfe so gern. Ich suche ja Arbeiter. Ich bin Lola und komme von Afrika. Ich bin gestern mit dem Bördli angekommen. Ich bin 3 Tage. Bin ich Tag und Nacht im Bördli gehockt. Und jetzt habe ich aber schon wieder ein bisschen erholt. Habe ein bisschen getrunken und ein bisschen gegessen. Das sind nette Leute. Ja, gern. Sehr gern. Du kannst auch Blumenkränzchen machen und so kannst die Kasse dann übernehmen und mir ein bisschen etwas geben. Aber du musst den grossen Teil machen. Ja, so gern, Röteli. Ich bin so froh an die Arbeit. Das ist mein Glück. Dann kann ich der Mutter Geld heimschicken. Sie muss nämlich einen Brunnen tiefer graben, weil wir immer ein bisschen Not haben mit dem Wasser. So, so. Ja, dann ist es alles ja euch ja allen geholfen. Dann sind wir aber froh. Dann können wir jetzt mal schauen, wie es mit uns zusammenklappt. Und so ist alles gut rausgekommen. Die Mutter von der Lola, Negrita, hat einen Brief bekommen von der Lola von Indien und bittet jetzt den Kasperli. Kasper, bitte, lass mir den Brief vor. Ich bin eine Analphabetin und kann selber nicht lesen, ich wäre froh. Ja, klar mache ich das. Ich bin ja ein guter Kasper. Und hilfe gern. Also, ich lese dir einmal vor. Liebe Mama, ich komme am 12. Dezember nach Hause mit dem Flugzeug. Herzliche Grüße, Lola. Du Kasper, das ist schon heute. Heute haben wir doch den 12. Dezember. Ja, und ich das erste jetzt gerade. Oh, nein, was muss ich auch machen zur Begrüßung? Ja, das ist gleich. Du bleibst einfach da und wartest und dann wird alles gut. Und ich gehe jetzt ein bisschen etwas arbeiten hier hinten auf dem Feld und verlasse dich. Danke nochmal, Felmo Kasperli, fürs Vorlesen.
Wer kommt denn da? Die Lola ist wieder daheim und sieht die Mutter da stehen. Sie springt ihr um den Hals und verküsst sie. Mutter, 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 du lebst noch, dir geht's gut. Und ich bin wieder daheim. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Mein lieber Kind. Arme, du hast mir das Leben gerettet. Und so viel Geld heimgeschickt, dass wir da den schönen grünen Acker haben können kaufen und Bewässerungskanal machen und den tieferen Brunnen bauen. Alles dank dir, meine fleissige Lola. Und jetzt wollen wir miteinander singen. Liebe Kinder, jetzt wisst ihr, was das bedeutet, wenn arme Leute ins Ausland gehen und wollen Geld verdienen, dass ihnen wieder besser geht daheim. Und da ist doch die Welt so, dass wir alle einander helfen müssen. Ob schwarze, ob weiße, ob gelbe, ob rote, alle Menschen sind in der Seele innen gleich. Alle haben die Seele und die ist miteinander verwandt. Und darum wollen wir friedlich sein mit den Ausländern. Ciao Kinder, feiert noch schön und macht es gut. Und ich komme jetzt dann noch schnell wieder und dann gehe ich alle noch hier. Oh, come on, 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 come on